Hallo und herzlich willkommen beim Kanal Maisha Masurin. Heute geht es in südliche Teil Afrikas, nämlich nach Simbabwe. Vor der Unabhängigkeit am 18. April 1980 hieß dieses Land noch Südrhodesien, benannt nach dem Imperialist Cecil Rhodes. Doch warum heißt Simbabwe heute wortwörtlich übersetzt Steinhaus? Ich weiß, diese Frage hast du dir schon dein Leben lang gestellt, heute erfährst du endlich die Antwort darauf. Groß-Simbabwe war die Hauptstadt des Monomotapa-Reichs, ein vorkolonialer Staat des Volkes der Shona. Dieses Reich erfasste das heutige Simbabwe und Teile von Mosambik. Mit Stadtmauern aus Granitblöcken erstreckte sich Groß-Simbabwe auf 8 Quadratkilometern. Die Stadt setzte sich aus drei Komplexen zusammen. Dem Hügelkomplex, dieser wurde im 9. Jahrhundert gebaut und ist am höchsten gelegene Teil der Stadt. Hier lebte der König. Dann gibt es noch die große Einfriedung, wo Mitglieder der erweiterten Königsfamilie lebten. Die Mauer um die große Einfriedung hat einen Umfang von 244 Metern, eine Höhe von 10 Metern und ist 5 Meter breit. Die Datierung hat ergeben, dass die Mauer im 13. Jahrhundert erbaut wurde, also später als die des Hügelkomplexes. Es wird vermutet, dass die Macht auf jemanden übergegangen war, der in der großen Einfriedung lebte. Um seine Macht zu demonstrieren, ließ der neue König diese erhabene Stadtmauer bauen. Schließlich gibt es die Einfriedung im Tal, da wohnte das allgemeine Volk. In der Ruinenstadt findet man Vogelfiguren aus Speckstein. Man nimmt an, dass diese Steinskulpturen die unterschiedlichen Machthaber des Königreichs symbolisierten. Auf seinem Höhepunkt, so wird geschätzt, haben ungefähr 18.000 Menschen in Groß-Simbabwe gelebt. Das Gebiet von Groß-Simbabwe war mindestens ab dem 5. Jahrhundert bewohnt, aber die Stadt hatte ihren Höhepunkt zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert. Der Reichtum der Stadt ruhte auf interkontinentalem Handel mit Gold, Silber, Kupfer, Elfenbein und Kaurimuscheln. Aufgrund der gefundenen Artefakte kann man davon ausgehen, dass die Handelsbeziehungen von der ostafrikanischen Küste bis nach Persien, Indien und China reichten. Es wurden unter anderem Keramik aus der Ming-Dynastie, Münzen aus Kilwa und Glaswaren aus Persien und Indien gefunden. Mehr als 4000 Gold- und 500 Kupferminen wurden um die Stadt herum gefunden. Daher wird vermutet, dass zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert etwa 40% des Goldbestands weltweit aus Groß-Simbabwe stammte. Aufgrund der Menge der gefundenen Rinderknochen geht man davon aus, dass Groß-Simbabwe einen beträchtlichen Viehbestand hatte. Nutztiere sind noch heute Zeichen von Wohlstand. So hat 2013 Simbabwe gesetzlich festgelegt, dass man Kühe als Kreditsicherheit leisten kann. Was genau den Verfall von Groß-Simbabwe verursacht hat, ist noch heute unklar, aber man geht davon aus, dass die Stadt wegen einer neuen Goldstraße ihre strategische Wichtigkeit und somit ihren Einfluss verlor. Auch soll Übersiedlung zum Verfall der einst florierenden Stadt geführt haben. Während der Kolonialisierung behaupteten die Europäer, dass die Stadt unmöglich von Schwarzen erbaut sein könnte. Getrieben von rassistischen Ideologien wurde der Bau von Groß-Simbabwe den alten Griechen zugeschrieben. Einige sahen in der Stadt das Reich der biblischen Königin von Saba. Da es keine schriftlichen Beweise für den Stadtbau durch die Shona gibt, muss man sich auf archäologische Funde verlassen. Doch im Namen der Pseudowissenschaft haben die Briten die Ruinenstadt geplündert und verwüstet. So fanden die ersten wissenschaftlichen Grabungen erst im Jahr 1905 statt. Es wurden zahlreiche Artefakte gefunden, die noch heute in der Tradition der Shona stehen. In den 1970er Jahren kam der Archäologe Peter Gerlich zu dem Schluss, dass Groß-Simbabwe von Einheimischen erbaut wurde. Doch noch immer daran interessiert, die Kolonialisierung im Auftrag der Zivilisierung der Schwarzen zu rechtfertigen, hat die britische Kolonialmacht Peter Gerlich ins Exil geschickt. Seit der Unabhängigkeit Simbabwes befassen sich einheimische Historiker und Archäologen mit der Ruinenstadt und versuchen, ihre Geschichte zu rekonstruieren. Der Name Mazimbabwe bedeutet in der Shona-Sprache, je nach Dialekt, großes Steinhaus oder verehrtes Steinhaus. Die Stadt heißt Groß-Simbabwe, weil sie die größte der Steinruinen ist, die in der Region gefunden wurden. Während der 60er und 70er Jahre wurde Groß-Simbabwe zu dem Symbol des Nationalismus und der Unabhängigkeitsbewegung. Doch die erste einseitige Unabhängigkeitserklärung Simbabwes im Jahr 1965 wurde von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt.
So erhielt Simbabwe erst am 18. April 1980 seine Unabhängigkeit und legte den Kolonialnamen Südrhodesien ab, um von da an Simbabwe zu heißen. Auf der simbabwischen Flagge und dem Wappen findet man den Simbabwe-Vogel, einen Vogel aus Speckstein. Diese Vogelfigur ist eine Widmung an Groß-Simbabwe. Die Geschichte von Groß-Simbabwe ist eine von vielen Geschichten, die zeigen, wie Rassismus und andere Ideologien die Identität Afrikas negativ prägen. Dies führt dazu, dass der Kontinent Opfer von Selbstgeißelung ist. Die Verfälschung der Geschichte und der Gegenwart verursacht Identitätskrisen und Selbstablehnung, fördert die weiße Vorherrschaft und Eurozentrismus. Um es mit einem afrikanischen Sprichwort zu sagen, erst wenn die Löwen ihre Geschichte selber erzählen, werden die Jäger nicht mehr Helden sein. Ohne seriöse Wissenschaft und Journalismus zu diskreditieren, sollten wir alle stets kritisch bleiben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn es der Fall ist, abonniere diesen Kanal und teile das Video und bis bald auf meinem Kanal.